Darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen? Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Abele, ich bin Stadträtin und darf heute den Oberbürgermeister Dieter Reiter vertreten und Sie in seinem Namen ganz herzlich hier begrüßen und das jetzt hier eröffnen. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute anlässlich der Veröffentlichung von Departure Neuaubing, Europäische Geschichten der Zwangsarbeit, zu Ihnen zu sprechen und über das augenscheinliche Interesse an diesem digitalen Ausstellungsprojekt. Seit heute Nachmittag haben Interessierte die Gelegenheit, die neue interaktive App hier im NS-Dokumentationszentrum vor Ort auszuprobieren. Auch die Podiumsdiskussion, die heute Abend noch auf dem Programm steht, zum Thema digitale Erinnerung als aktiver Prozess, ist sehr vielversprechend. Durch die Pandemie werden wir weiterhin in unserer Aktivität und in unserem Zusammensein gebremst. Eine Tatsache, die es besonders der Kultur, die so sehr von Begegnung lebt, schwer macht. Viele Projekte, Ausstellungen, Aufführungen und Veranstaltungen können nicht vor dem Publikum stattfinden, das sie verdienen. Der digitale Raum hat daher in den letzten Monaten zunehmend an Bedeutung gewonnen und wurde mit vielen interessanten Formaten bespielt. Die digitalen Medien ermöglichen es, Distanz und Grenzen zu überwinden, räumlich, zeitlich, gesellschaftlich und sozial. Sie können dabei Inhalte und Wissen auf eine sehr nahbare, direkte und vor allem interaktive Weise vermitteln. Dies mag insbesondere für die Digital Native Generation einladend sein. Doch hat uns die Pandemie zuletzt auch gezeigt, dass auch in der älteren Generation einen regelrechten Digital Turn hin zu FaceTime-Apps und Videokonferenzen gegeben hat. Mit dem Launch der App Departure Neuaubing – Europäische Geschichten der Zwangsarbeit erfüllt das NS-Dokumentationszentrum aber viel mehr als nur einen zeitgemäßen Anspruch auf mediale Aktualität. Es vermittelt mit dieser App wichtiges Wissen über die NS-Zeit und ihre Auswirkungen bis heute. Das digitale Ausstellungsprojekt macht die Geschichte der nationalsozialistischen Zwangsarbeit durch künstlerische und erzählerische Formate zugänglich. Ausgangspunkt bildet dabei ein physischer Ort, das Lager der ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerke in Neuaubing. Eines der noch sehr wenigen erhaltenen materiellen Zeugnisse der NS-Zwangsarbeit. Ganz in der Nähe also, in München-Neuaubing, war mit den dort ansässigen Reichsbahn- und den Dornier-Werken ein Zentrum der NS-Rüstungsindustrie. Hierher wurden Menschen aus ganz Europa, aus den Gebieten der Sowjetunion, aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Italien und weiteren Ländern verschleppt und zur Arbeit gezwungen. Departure Neuaubing richtet ausgehend von diesen europäischen Verbindungslinien und historischen Zusammenhängen den Blick auf die Frage, was die historischen Erfahrungen für unsere Gegenwart bedeuten und wie wir mit diesem Wissen darum in der Zukunft umgehen werden. Mich beeindruckt insbesondere die mediale Vielfalt der Zugänge, die die KuratorInnen und ProjektmitarbeiterInnen des NS-Dokumentationszentrums hierbei gewählt haben. Gemeinsam mit MedienpädagogInnen, KünstlerInnen, GameDesignerInnen und JournalistInnen sind innerhalb nur eines Jahres 6 neue Einzelprojekte entstanden, die die Geschichte der Zwangsarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und sich mit Themen wie Ausbeutung, Verlust und Erinnerung, Geschichtsnarrativen sowie Kontinuität der NS-Zeit beschäftigen. Wie wichtig und aktuell nun gerade auch der letzte Punkt ist, im Besonderen die Präsenz rechter Gewalt, brauche ich kaum auszuführen. Ein Blick auf die Hasskommentare gegen PolitikerInnen und VerteidigerInnen der Corona-Maßnahmen oder auf einschlägig vorbestrafte Fahnenträger bei den sogenannten Spaziergängen reicht dazu aus. Ich danke abschließend Miriam Zadoff und ihrem Team, die mit Departure Neuaubing wieder einmal gezeigt haben, wie aktuell Geschichte ist und auf welch kreative, zeitgemäße Weise sie vermittelt werden kann. Ich bin mir sicher, die App wird dazu beitragen, dass wir mit einem anderen Blick durch unsere geliebte Stadt München gehen, wo einst vor aller Augen ZwangsarbeiterInnen lebten und dass wir über Themen wie Arbeit und Ausbeutung anders nachdenken werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an Miriam Zadoff. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, liebe Frau Abele. Guten Abend nun auch von meiner Seite. Ein ganz herzliches Willkommen an alle, die heute hier im Haus sind oder digital zugeschaltet sind, zur offiziellen Eröffnung unseres digitalen und partizipativen Ausstellungsprojektes Die Patscha Neuaubing. Liebe Stadträtin Abele, liebe ReferentInnen, liebe mitwirkenden Medienpädagoginnen und Designerinnen, die jetzt schon den ganzen Nachmittag lang auf der Bühne waren, und liebe mitwirkenden KünstlerInnen, die zum Teil, es sind nicht alle hier, einige sind schon wieder weg, aber ich weiß, dass Franz Wanner da war, Barbara Jelin, Hadass Tapuchi, Sima Degani, Fabian Bechtle und Leon Kahane. Willkommen. Wie funktioniert Erinnerung heute in einer Welt, in einer zusehends diversen Gesellschaft und in einer Gesellschaft, die auch pandemiebedingt viel Zeit in digitalen Räumen verbringt und nicht zuletzt in einer Welt, die sich mit wachsendem Nationalismus an vielen Orten und in vielen Ländern konfrontiert sieht. Eine Welt also, in der Erinnerungskultur letztlich nun endlich Verantwortungskultur werden sollte. Wir haben heute einen Nachmittag mit vielen extrem spannenden und interessanten Gesprächen hinter uns über das Thema Zwangsarbeit, über digitale Spielekultur und über die Entstehung der App Die Patscha Neuaubing. Erinnerung ist politisch ein höchst virulentes Thema, auch die Erinnerung an das Thema Zwangsarbeit. Ende des Jahres wurde in Russland die Menschenrechtsorganisation Memorial aufgelöst. Memorial hat nicht nur die Geschichte der stalinistischen Verbrechen erforscht und öffentlich gemacht, sondern gerade auch die unerzählte Geschichte jener russischen Männer, Frauen und Kinder, die als ZwangsarbeiterInnen vom NS-Regime verschleppt und ausgebeutet wurden und denen man nach dem Krieg häufig vorwarf, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Die Geschichte der NS-Zwangsarbeit ist eine europäische Geschichte und sie kann nur als eine solche erzählt werden. Darum wird es auch in dem zukünftigen Erinnerungsort in Neuaubing gehen, den wir 2025 eröffnen wollen. Mit Die Patscha Neuaubing setzen wir einen ersten digitalen, partizipativen und transnationalen Auftakt für diesen besonderen Ort. Die Patscha Neuaubing ist eine digitale Ausstellung und ein partizipatives Projekt, entstanden in München, in Berlin, in der Ukraine, in Italien und in den Niederlanden, in enger Zusammenarbeit mit noch lebenden ZwangsarbeiterInnen, mit ihren Kindern und Kindeskindern. Es ist ein Projekt, das aus der ganzen Welt besichtigt werden kann, an dem man sich beteiligen kann, sich informieren, lernen oder spielen. Die Patscha Neuaubing ist zugleich transnational und lokal. Ein Digitalprojekt, das Menschen einlädt, mitzumachen und das Erinnerungskultur als demokratische Verantwortungskultur begreift. Und das uns darauf aufmerksam macht, dass Erinnerung niemals abgeschlossen ist, wie dieses Projekt, das sich immer weiterentwickelt und damit den Prozess des Erinnerns als einen aus der Gegenwart in die Zukunft gedachten Akt in einer Zeit großer Veränderungen und Umbrüche reflektiert. Mit dem digitalen Ausstellungs- und Vermittlungsprojekt Die Patscha Neuaubing wollen wir als NS-Dokumentationszentrum neue Impulse setzen für eine Erinnerungskultur, die lokal und transnational wirkt. Und auf dieses erste digitale Projekt werden, wie ich hoffe, weitere folgen. Mit der Arbeit an Die Patscha Neuaubing haben wir viel gelernt über digitale Vermittlung und die Möglichkeiten und Chancen sind groß. Digitale Vermittlung bietet neue Räume des Austausches, größere Reichweiten für breitere Zielgruppen, ist niederschwellig und ermöglicht Interaktion und Partizipation. Die Web-App Die Patscha Neuaubing ist eine Open-Source-Anwendung, auch wenn die darin integrierten Medien und künstlerischen Arbeiten nicht frei lizenziert und verfügbar sind. Als Open-Source-Anwendung fühlt sich das Projekt der Idee Public Money, Public Good verbunden, da es die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von historisch-politischer Bildungsarbeit unterstützt, mit dem Ziel, Wissen zugänglich machen für alle. Die Möglichkeiten und Wirkungsmacht des Digitalen ist ohne Zweifel von immenser Bedeutung für Museen und Kultureinrichtungen. Gleichzeitig erachten wir es auch als besonders wichtig, das Digitale zurück in die analoge Welt zu holen und hier einen Dialog entstehen zu lassen. Deshalb hat die Patscha Neuaubing hier im NS-Dokumentationszentrum auch einen Ort bekommen,
Im Foyer ist eine architektonische Struktur der Bühnenbildnerin Janina Sieber entstanden, die BesucherInnen einlädt, sich niederzulassen, ein Tablet in die Hand zu nehmen und die Einzelprojekte zu erkunden. Innerhalb von nur einem Jahr wurde die Anwendung die Paternoster Aubing mit allen künstlerischen Projekten, dem wissenschaftlichen Glossar und der Visual Novel Forced Abroad entwickelt. Ermöglicht wurde sie durch eine Finanzierung aus den Mitteln von Dive In, dem Förderprogramm der Bundeskulturstiftung für neue digitale Formate aus dem Topf Neustadt Kultur. Unser besonderer Dank gilt deshalb der Bundeskulturstiftung, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Ich danke aber auch ganz besonders und sehr herzlich allen Beteiligten, KünstlerInnen, Graphic Novelists, Game-Entwicklern, MedienpädagogInnen, GrafikerInnen, den SchülerInnen und LehrerInnen vom Wittelsbacher Gymnasium, der Bühnenbildnerin Janina Sieber, kurz all den vielen kreativen Köpfen, die hier am Werk waren und sind. Mein Dank gilt auch dem Team rund um Juliane Bischoff und Paul Moritz Rabe, Christina Tollock, Angela Herrmann, Jana Kreuzer und alle anderen, die sich mit unglaublichem Engagement, einer großen Offenheit zu lernen, allein die Begrifflichkeiten, und Neues zu erkunden. Jetzt übergebe ich das Wort an die Projektleiterin und Kuratorin für Digitales hier im Haus, Juliane Bischoff, die nun das Panel über digitale Erinnerung als aktiven Prozess moderieren wird. Ihnen allen, uns allen, euch allen wünsche ich noch einen interessanten Abend. Danke fürs Kommen. Ja, jetzt können wir auch die Masken abnehmen. Wir haben noch eine Referentin per Zoom dabei. Ja, an dieser Stelle, jetzt, super. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, Größenverhältnisse sind skalierbar im Digitalen, wie wir wissen. Auch nochmal herzlich willkommen und schönen guten Abend von meiner Seite. Danke für die Einführung, Frau Stadträtin Abele und Miriam Zadoff. In der letzten Diskussion des heutigen Abends wollen wir uns der Frage widmen, wie digitale Medien dazu beitragen können, Erinnerung als einen kollektiven, partizipativen und auch aktiven Prozess zu gestalten und welche Chancen und Herausforderungen darin liegen. Und ich freue mich, dass wir drei ExpertInnen aus der Theorie und der Praxis heute zu Gast haben und begrüße ganz herzlich Tabea Wittmann, Christian Höschler und Celine Wendelgas, die ich Ihnen jetzt auch kurz vorstelle. Tabea Wittmann ist Doktorandin an der Universität Konstanz und forscht zu Digitalisierung von Erinnerungskulturen und Konzepten von medialisierter Zeugenschaft. Sie hat europäische Kulturgeschichte und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und war als akademische Mitarbeiterin am Projekt MIMOS, schon zu viel Anglizismen mit unserem Projekt, zu modernen medialen Transfer- und Vermittlungsstrategien um Erinnerung und Zeugenschaft tätig. In Vertretung von Florian Assolet, die im Programm angekündigt war, aber leider aus persönlichen Gründen heute verhindert ist, begrüße ich Christian Höschler. Christian Höschler ist Historiker und Pädagoge. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Forschung und Bildung bei den Arolsen Archives. Zu seinen thematischen Schwerpunkten gehören die Geschichte der NS-Verfolgung und insbesondere das Schicksal der sogenannten Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem arbeitet er zur Geschichte der Suche und Dokumentation von NS-Verfolgten nach 1945. Als Vermittler befasst er sich mit archivpädagogischen Ansätzen, digitalen Bildungsangeboten und den Möglichkeiten einer partizipativen Erinnerungskultur. Celine Wendelgas ist uns heute per Zoom zugeschaltet.
Sie ist Bildungsreferentin an der Bildungsstätte Anne Frank. Selin hat Soziologie und Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert. Ihre Schwerpunkte sind in der historischen und diskriminierungssensiblen Jugendbildungsarbeit. Sie ist Projektleiterin des mobilen Games Hidden Codes, über das wir heute auch noch sprechen werden. Ja, und zuletzt muss ich noch ankündigen, dass krankheitsbedingt leider auch die Kunstpädagogin Gila Kolb heute absagen musste. Mit Departure Neuaubing starten wir ein erstes interaktives und partizipatives Kunst- und Vermittlungsprojekt zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit. Das Projekt begleitet die Entstehung eines neuen Erinnerungsorts in Neuaubing und lädt zur Beteiligung und Erweiterung ein. Dabei schlägt das Projekt auch eine Brücke zwischen einem digitalen Erinnerungsraum und einem kommenden Erinnerungsraum in der Stadt. Wie ein solcher Erinnerungsort der Zukunft aussehen kann, wollen wir auch gemeinsam erörtern und das Wissen über die Vergangenheit kollektiv erweitern. Dabei spielt insbesondere auch die internationale Dimension der Zwangsarbeit, das lokale Wissen von Menschen aus den Herkunftsländern der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und die transnationalen Verbindungslinien bis heute eine Rolle. Die Erinnerung an die Geschichten der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und Zwangsarbeiter, der Verschleppung und Ausbeutung, stehen vor vielen Herausforderungen. Zum einen, dass immer weniger Menschen, die Zwangsarbeit leisten mussten, direkt Auskunft geben können, dass ihre Geschichten nicht überliefert sind und zum Teil nicht mal in den Familien darüber gesprochen wurde. Zum anderen existieren aber auch sehr wenige Zeugnisse und Bilder über diese Zeit, weil sie die Betroffenen nicht anfertigen konnten oder weil sie nicht überdauert haben. Aber auch, weil zum Teil ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen nach ihrer Rückkehr der Verdacht der Kollaboration vorgeworfen wurde und diese Stücke auch deshalb nicht erhalten bleiben sollten. Gerade im Moment der Pandemie, aber auch schon vorher, sehen wir zudem, wie sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus, aber auch auf politischer Ebene, Geschichtsrevisionismus und Relativierungen breit machen, gerade auch in sozialen Medien. Und der Erinnerungskonsens zunehmend in Frage gestellt wird. Die Eröffnung des Erinnerungsortes in Neuaubing ist für 2025 geplant. Der Prozess der Entwicklung, den wollen wir öffnen und gemeinsam über die Bedeutung des historischen Orts und der Geschichte der Zwangsarbeit diskutieren und gemeinsam das Wissen erarbeiten. Das sind zentrale Anliegen des Digitalprojekts. Deshalb markiert der Launch heute insofern auch nur einen Startpunkt für einen Prozess, der sich noch fortentwickelt. Für das Digitalprojekt, das hat Miriam Zadov schon erwähnt, spielen insbesondere auch künstlerische Arbeiten eine Rolle. Und auch ich freue mich ganz besonders, dass fast alle Beteiligten heute auch hier anwesend sind. Ja, Prozesse des Erinnerns werden über Erzählungen, über Bilder, über kommunizierte Eindrücke zugänglich. Künstlerische Auseinandersetzungen können dabei auch das Wissen und Erkenntnisse zugänglich machen und vor allen Dingen auch erfahrbar machen, die vielleicht nicht allein durch die Darstellung von historischem Wissen sich erschließen. Erinnerungskultur ist dabei immer auch als ein kulturelles System in sich zu sehen, das aus unserer Gegenwart geboren wird und sich auch mit dieser verändert. Vor dem Hintergrund einer digitalisierten Welt gestalten sich auch Erinnerungsprozesse zunehmend digital und werden medial vermittelt und Strukturen des Erinnerungstransfers an sich verändern sich. Es stellt sich also die Frage, was macht jemanden oder eine Gruppe zu aktiv Teilnehmenden in Erinnerungsprozessen? Und damit möchte ich die erste Frage an dich geben, Tabea. Du beschäftigst dich in deiner Forschung ja mit medialisierter Zeitzeugenschaft und auch der Frage, was es bedeutet, dass historisches Wissen und Erfahrungen zunehmend medial vermittelt weitergegeben werden. Welche Entwicklung und Effekte dieses veränderten Verhältnisses in der Auseinandersetzung mit Geschichte beobachtest du denn? Hört man mich? Ja, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich könnte jetzt anfangen, hier zu monologisieren. Ich versuche, mich zu beschränken. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir uns mit diesem Begriff der Zeugenschaft neu
befassen und diesen neu reflektieren. Denn ich glaube, an diesem lassen sich viele Veränderungsprozesse möglicherweise nachzeichnen. Und zwar, ich glaube, direkt an dieser Figur der ZeitzeugInnen, die so prägend war für unser Verständnis von Erinnerungskulturen, die so einen großen Beitrag geleistet haben, das zu etablieren, die da als AkteurInnen greifbar waren. Und jetzt ist diese Figur, würde ich sagen, transformiert, ist vom Subjekt zunehmend zum Objekt geworden. Und nun müssen wir uns also die Frage stellen mit diesem Erinnerungstransfer, wer sind die neuen AkteurInnen? Wer setzt es fort? Deswegen glaube ich, ist auf diese Formulierung oder diese Frage nach Zukunft der Erinnerung schwierig oder problematisch, weil das so ein Prozess evoziert, an dem niemand beteiligt ist. Aber es geht ja um den Transfer, es geht um die Menschen, die daran beteiligt sind. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir jetzt mit dieser Medialisierung, auf die wir einfach stoßen, weil ob man es möchte oder nicht, von Menschen Medienformate entwickelt werden, die sich mit dem Holocaust, mit der NS-Zeit, mit den NS-Verbrechen auseinandersetzen, die sich also selber gewissermaßen zu AkteurInnen gemacht haben. Und ich würde dafür plädieren, oder ich glaube, ein wichtiger Zugang wäre es jetzt, diese klassische Position von Zeugenschaft, die wir ganz viel ja auch mit Moralität und mit Verantwortlichkeit verbinden, jetzt mit diesen möglicherweise ganz profanen Tätigkeiten der digitalen Kommunikation, des digitalen Ausdrucks zu verbinden und zu sagen, inwiefern kann ein Klicken, kann ein Spielen für die AkteurInnen eine Position erzeugen, in der sie auf einmal verantwortlich werden und in der sie auf diese Verantwortlichkeit hingewiesen werden und sich selbst auf einmal neu reflektieren müssen. Eben nicht nur als MedienkonsumentInnen, als UserInnen, sondern in einer Form der partizipativen Zeugenschaft, wie ich es sagen würde oder formulieren würde. Ja, wenn wir an die Dokumente und den Zugang zu Dokumenten denken, spielt natürlich auch die Frage des offenen Zugangs da eine Rolle. Und deshalb die Frage an dich, Christian. Die Arolsen Archives haben ihre Sammlung zum sehr großen Teil schon digitalisiert und aufbereitet und gleichzeitig auch Tools entwickelt, wie beispielsweise den E-Guide, dass es auch Nutzerinnen erlaubt, sich selbstständig mit den Dokumenten auseinanderzusetzen und eben auch die Suche nach Personen beispielsweise auch ganz selbstständig durchzuführen. Welche Erfahrung habt ihr denn mit diesem offenen Zugang zu eurem Archiv gemacht? Genau. Hört man mich? Ja, okay. Ich sage vielleicht erstmal ein paar Worte zu den Arolsen Archives, für den Fall, dass nicht alle mit dieser Sammlung vertraut sind. Also die Arolsen Archives sind das weltweit größte Archiv eigentlich über die Opfer der Nationalsozialisten und auch über die Überlebenden der NS-Verfolgung. Wir verwahren ca. 30 Millionen Dokumente. Unseren Sitz haben wir im nordhessischen Bad Arolsen, wo die Sammlung auch physisch verwahrt ist. Und diese Sammlung enthält Hinweise zu ca. 17,5 Millionen Personen. Und in der Tat, wir haben jetzt einen Großteil der Sammlung digitalisiert inzwischen. Also wir haben einen Digitalisierungsgrad von ungefähr 90%. Und ein Großteil dieser Digitalisate wiederum stellen wir jetzt auch schon seit längerer Zeit in einem Online-Archiv zur Verfügung. Und ich glaube, man kann die Frage auch ganz gut verknüpfen mit der ersten Frage, wo es um das Thema der Zeitzeugen oder der Zeugenschaft ging. Wir betrachten diese Dokumente natürlich auch als ein ganz zentrales Mittel, um für eine Zeit auch nach den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dafür Sorge zu tragen, dass ihre Geschichten, ihre Verfolgungsschicksale nicht in Vergessenheit geraten. Und das produziert aber auch ein Dilemma. Also zum einen haben diese Dokumente einen ganz enormen Wert, weil sie eben diese Geschichten sozusagen transportieren und in Erinnerung halten können. Und andererseits durch das perspektivische Fehlen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wird es auch umso wichtiger, aber auch umso herausfordernder, diese Dokumente verantwortungsvoll bereitzustellen, zu nutzen und auch verständlich und nutzbar zu machen, weil es handelt sich vielfach auch um Täterdokumente. Also wir haben zum Beispiel auch sehr viele Unterlagen zu einzelnen KZ-Häftlingen,
von den jeweiligen Verfolgungsorten, also aus einzelnen Lagern. Und das sind eben Täterdokumente, das heißt, da kommt auch eine Täterperspektive zum Ausdruck in den Dokumenten. Und diese Perspektive gilt es zu durchbrechen und mindestens zu kontextualisieren. Dafür sind diese Hilfsmittel und diese Tools eben wichtig. Und dadurch, also es tut sich so ein gewisses Spannungsverhältnis auf. Man hat es einerseits mit einem ganz beeindruckenden Dokumentenbestand zu tun, der ein riesiges Potenzial birgt für Bildung, für Wissensaneignung, für die Erinnerungskultur, auch gerade im digitalen Raum. Und andererseits hat man auch die Verantwortung, diese Bereitstellung der Dokumente verantwortungsvoll zu betreiben, sie gut zu begleiten, Hilfestellung zu geben, dort, wo sie benötigt wird. Und ja, das versuchen wir eben über solche Hilfsmittel wie den E-Guide oder zum Beispiel auch einen archivpädagogischen Ansatz. Wenn es jetzt also zum Beispiel darum geht, dass in der schulischen oder außerschulischen Bildungsarbeit mit den Dokumenten gearbeitet wird, ja, dass man sozusagen die Userinnen und User jetzt nicht alleine lässt mit diesem Material, sondern ihnen eben auch Kontextinformationen mit auf den Weg gibt oder auch didaktische Hinweise, was sind aus unserer Sicht zum Beispiel wichtige Erkenntnisse und was sind Dinge, die vielleicht zum Beispiel Schülerinnen und Schüler jetzt auch nicht mitnehmen sollten von der Arbeit mit den Dokumenten, Stichwort Täterperspektive. Genau. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kontextualisierung. Du hast auch schon die Gefahren und Herausforderungen des Missbrauchs auch dieser Dokumente angesprochen und gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund, dass auch verstärkt Fiktionen immer mehr als Fakten gewertet werden, machen natürlich so eine Kontextualisierung insbesondere und das zur Verfügung stellen von Wissen nochmal dringlicher. Gerade gestern Nacht wurde ja auch wieder eine UN-Resolution verabschiedet, die die Leugnung des Holocaust verurteilt. Ich würde gern Celine ins Gespräch holen und die Frage an die historisch-politische Bildung richten. Wie ist es aus euren Erfahrungen? In welchen Räumen und an welchen Orten werden heute Geschichtsbilder geformt? Wo findet die Beschäftigung mit Geschichte statt und wo siehst du auch Gefahren der Radikalisierung? Genau, also ich würde mich erstmal bedanken, dass es möglich gemacht wurde, dass ich digital teilnehmen darf. Das macht ja dann doch immer einen großen Aufwand. Das wollte ich noch mal kurz sagen, dass ich mich da sehr drüber freue. Genau zur Frage. Ich glaube, Geschichtsvermittlung hat schon immer an sehr vielen Orten stattgefunden. Also sozusagen Geschichte besteht aus Narrativen oder Geschichte ist ein narratives Erlebnis, das über Bücher, Filme, diverse Medien, Familie, also über ganz viele Faktoren oder ganz viele Ebenen erzählt wird und dort auch unterschiedlich eingeordnet wird sozusagen. Und jetzt gerade auch mit der Perspektive auf Radikalisierung, das ist ja sozusagen auch in unserem Projekt der Hauptfokus, also unser Game ist ja ein Game, das sich um Radikalisierungsprävention dreht, einfach auch nochmal festzustellen, dass zu radikalisierten Positionen fast ausschließlich oder in allen Formen eben auch eine Form der Holocaust-Leugnung oder Vergleiche oder sozusagen der Bezug zu der Geschichte hergestellt wird. Das ist, und das haben wir auch versucht einzuarbeiten, sei es über Demos von Personen, die Corona leugnen oder sich nicht impfen lassen wollen, wie auch immer man sie nennt, wo diverse NS-Vergleiche gebracht werden, aber eben auch in allen anderen Feldern von Radikalisierung spielt das irgendwie immer eine Rolle, wodurch aber auch ganz deutlich wird, dass Geschichte, egal wie man es benennt, aber ein Teil von aktueller Gesellschaft ist. Also das untermalt es ja nur noch mal ganz, ganz deutlich. Und ich glaube, in dem Kontext ist es wichtig, die Vielschichtigkeit von Geschichtsvermittlungen wahrzunehmen und ernst zu nehmen und die genauer in den Blick zu nehmen und auch zu gucken, was bedeutet es denn, dass Narrative sich neu etablieren, wieder etablieren oder sogar ausweiten sozusagen. Also dass sie sozusagen noch breitere Mechanismen annehmen, in denen sie quasi erzählt werden und wo es ganz stark irgendwie aber auch das Gefühl gibt, dass dass eine größere Skepsis einer, sagen wir mal, einer Art Wissenschaft irgendwie da ist und sozusagen sich doch darauf zurückgerufen wird, eher Informationen zu glauben, die man aus anderen Kanälen hat. Also sozusagen, dass sozusagen langjährige Forschung durch ein Post
komplett über Bord geworfen wird und Personen daran hängen. Und dann ist die Frage, was hat es damit auf sich und wo muss Geschichtsvermittlung da vielleicht auch einfach nochmal nachjustieren, um die Glaubhaftigkeit vollkommen zurecht zurückzubekommen, also sozusagen das irgendwie auch zu machen. Ja. Darf ich an der Stelle ergänzen, weil jetzt zweimal auch immer noch dieser Kontextbegriff aufgenommen wurde. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig oder auch eine Chance, die ich tatsächlich in den digitalen Medien sehe, dass wir merken, dass dieser pädagogische Duktus möglicherweise das möglicherweise sehr rigide wirkende Zarko erinnere dich, das wird ja sehr dominant weitergetragen oder ich habe das Gefühl, dass es oft was das ist, was bei den jungen Generationen ankommt, aber zu wenig dieser Kontext, wie ist man dahin gekommen, wie ist man zu diesem Narrativ, dieser Intention, diesem Bemühen um Bewahrung, wie kam man dahin zu dieser Überzeugung und gewissermaßen auch dieser moralischen Verantwortung? Und allein diese Begründung, weil das darf nie wieder geschehen, ist, glaube ich, für viele zu allgemein, zu wenig nachvollziehbar. Und genau da, glaube ich, ist die große Chance, in digitalen Medien durch die eigene Partizipation die Erfahrung machen zu können, im gut gewählten Kontext selber diesen Überzeugungsprozess nachvollziehen zu können. Also diesen Kontext zu geben, wir erinnern uns, weil, kommen da selber hin. Und ich glaube, da sind Spiele, aber eben diese ganzen interaktiven Formate, die von den UserInnen eine gewisse Investition alleine schon fordern, um sie nutzen zu können, möglicherweise ein guter Schritt oder eine gute Richtung. Vielleicht mal ganz konkret nachgefragt, wo siehst du denn solche Räume oder auch gelungene Beispiele, wo sich das auch umsetzt in der Praxis? Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber beispielsweise eines der Projekte, die ich jetzt hier als Teil von Departure Neuaubing gesehen habe, wenn ich das aufgreifen darf und jetzt sozusagen schon an die Öffentlichkeit gebe, fand ich das Projekt sehr gelungen mit den Fotografien, die hier innerhalb von München auf einer Landkarte verteilt sind, eine Fotografin, eine Künstlerin, die verschiedene Orte markiert hat, wo überall Stationen in München verteilt waren und also einige der Orte selbst schon mit Fotografien dokumentiert hat. Aber die Aufforderung ist eigentlich, diese Karte interaktiv freizugeben und dann UserInnen selber die Möglichkeit zu geben, andere Orte zu finden, ein Foto zu machen und dann, glaube ich, auch hochzuladen. Also dann, dass sozusagen diese Karte selber immer weiter wächst. Und das, glaube ich, ist genau diese Verschränkung von Medienpartizipation und gleichzeitig erinnerungskultureller Praxis und Geste, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Nämlich, es ist etwas sehr Alltägliches, dieses Taggen, ich bin an einem Ort, ich markiere mich da, ich lade das auf irgendeine Plattform hoch. Das ist Alltagskultur, was wir sehr gerne tun. Und in dem Moment bekommt es aber eine neue Konnotation, bekommt es auf einmal eine neue Bedeutungsebene, weil man selbst Teil daran hat, wie sich auf einmal Geschichte und Gegenwart begegnen, wie sich diese Räume, der physische Raum, der virtuelle Raum irgendwie auflösen, liminal werden und man sich selbst als eigenmächtiger Teil in dieser Veränderung wahrnehmen kann. Und ich glaube, solche Projekte, solche zündenden Momente, es muss, glaube ich, oft gar nichts Großes sein, wären gute Kontaktmomente, die es braucht. Ja, das freut uns natürlich, dass du es als gelungenes Beispiel nennst und das war natürlich auch nicht abgesprochen vorher. Vielleicht nochmal zum Kontext, es ist ein Fotoprojekt der Künstlerin Adas Tapuchi, die heute Abend auch da ist. Memory in Practice, eine Fotoserie oder eine künstlerische Arbeit, die sie schon in anderen Städten begonnen hat und in diesem Kontext wir sie auch eingeladen haben, mit uns gemeinsam auch den Stadtraum Münchens historisch zu erkunden. Und das Projekt gestaltet sich als interaktive Karte, auf der 400 Orte ehemaliger Zwangsarbeit im Stadtraum München verortet sind, ergänzt durch Fotografien von Adas, die 30 dieser Orte besucht hat und wo wir die Stadtbevölkerung eben einladen, diesen Prozess der Dokumentation, wie sich auch der Stadtraum transformiert, vor allen Dingen auch normalisiert und eben die Spuren der Geschichte heute nicht mehr sichtbar sind,
gemeinsam festzuhalten und so auch zum digitalen Archiv beizutragen. Und Tabea hat es auch schon angesprochen, in der Konzeption von Departure Now Aubing war es uns eben auch sehr wichtig, genau auf diese aktuellen Entwicklungen, also Medienkonvergenz, dass verschiedene Informationsquellen über bestimmte Kanäle aufgenommen werden, aber auch Dinge wie Verschlagwortung, die Hashtags, die auch sehr nah am Medienalltag und der Lebensrealität von Menschen in der Gegenwart sind. Und da würde ich gerne auch nochmal auf das Spiel Hidden Codes zu sprechen kommen. Du hast es schon erwähnt, Celine, es ist ein Spiel, es ist ein Interface eines Messengers abbildet und auch ja, gezielt für ein jüngeres Publikum konzipiert ist. Kannst du uns noch was zum Anliegen der Konzeption und auch jetzt euren ersten Erfahrungen sagen, weil es ist ja mittlerweile schon ein paar Monate veröffentlicht. Ich habe was, also was mir gerade direkt auch eingefallen ist, jetzt, wo auch gerade Tabia das Beispiel gebracht hat, ist so, was das Game klar unterscheidet, ist, dass wir einen, nicht Vorteil, aber sozusagen, was ich glaube ich ganz wichtig finde, wir haben ja eine sehr konkrete Zielgruppe. Und ich glaube, auch wenn wir über Partizipation und so sprechen, ist es einfach ganz wichtig, über diese Zielgruppe zu sprechen. Und im Game haben wir natürlich einerseits die Zielgruppe LehrerInnen, weil das ist konzipiert für den Schulunterricht. Und trotzdem ist die Hauptzielgruppe die SchülerInnen. Also sie muss es in irgendeiner Form ansprechen, die müssen damit umgehen können. Und in der Konzeption war das uns von vornherein ein ganz wichtiges Anliegen, diese Zielgruppe mitzunehmen. Das heißt sozusagen, wir machen nicht ein Game und überlegen uns das und lassen sie das dann spielen und machen es nochmal neu, sondern in der Konzeption hatten wir SchülerInnen und LehrerInnen dabei, die uns Feedback gegeben haben dazu, wie die Sprache ist im Spiel, ob sie das glaubhaft finden, ob das authentisch wirkt oder ob, wie eine Schülerin dann gesagt hat, naja gut, es klingt halt so, als würden Erwachsene versuchen, wie Jugendliche zu sprechen. Ne? Also haben wir das geändert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, sich Zielgruppen, oder uns ist in der Konzeption auch wichtig, weil die Zielgruppe wirklich mitzunehmen und ein Produkt zu machen, das trotzdem natürlich für die, nicht für alle Jugendlichen das Nonplusultra-Spiel ist, sondern aber sozusagen trotzdem irgendwie die mitzudenken und zu gucken, für wen machen wir das. Das ist wahrscheinlich bei einem Projekt wie Departure Now Aubing sehr viel komplizierter, weil die Zielgruppe ja sehr viel, also die ist ja sehr viel breiter, die ist nicht so spezifisch, die ist sehr, sehr viel, noch sehr viel heterogener, auch wenn die Jugendlichen auch heterogen sind, aber sozusagen, da ist irgendwie schwierig. Das war uns in der Konzeption einfach sehr, sehr wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das von den SchülerInnen auch angenommen wird, dass Jugendliche irgendwie auch tatsächlich irgendwie teilen können, dass sie an ihrer Lebensrealität abholt, dass sie sozusagen mit Messenger-Diensten, das hat auch so ein bisschen was von einer anderen App, also dass sie das einfach wiedererkennen und das Spiel für sie selbst auch selbsterklärend ist. Also, dass sie die Dinge, die sie dort tun müssen, quasi einfach schon kennen und nicht viel erlernen müssen. Und ich glaube, das war für uns total wichtig, darauf zu achten in der Konzeption. Und kannst du auch schon was zu den ersten Erfahrungen sagen, die ihr jetzt gemacht habt? Genau, es ist ganz spannend. Wir sind quasi in der ersten Evaluation. Wir sind ja im März letzten Jahres, kann ich jetzt endlich sagen, mit dem Spiel online gegangen, beziehungsweise mit den ersten beiden Episoden. Es kommen in wenigen Wochen zwei weitere Episoden dazu. Und es ist so, dass die größte Hürde, glaube ich, teilweise bei den Multiplikatoren, also den LehrerInnen, so ein bisschen liegt, weil die Umsetzung im Unterricht schwierig ist, sei es, weil aktuell quasi, also momentan wird noch WLAN gebraucht, das ist in Schulen aber leider gar nicht so selbstverständlich, beziehungsweise eher selten gesät. Aber es kommt, also sozusagen die Rückmeldung, die wir im Feedback bisher haben, ist, dass es sehr gut ankommt, dass es viele positive Rückmeldungen dazu gibt zu einem Gimmick, für das wir uns sehr, sehr bewusst entschieden haben, auch wenn es die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also wenn die Jugendlichen anfangen oder SpielerInnen anfangen, das Spiel zu spielen, ist der erste Schritt, sich einen eigenen Avatar zu gestalten. Das heißt, die können von Hautfarbe über Gesichtsform, über Nase, über Kopf, also Haare, alles quasi selber bestimmen. Das hat im Endeffekt für das Spiel gar keine ganz große Auswirkung, also das hat keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, aber führt am Anfang direkt dazu, dass sie sich mit dem Spiel verknüpfen können, dass sie das Gefühl haben, dass sie tatsächlich Teil sind von dem Spiel und dass das so ganz viele Dinge, auf die wir Wert gelegt haben, tatsächlich auch in den Feedbackbögen
die wir von SchülerInnen und LehrerInnen bekommen, auch einfach tatsächlich genannt werden, dass das ankommt. Wir können zum Glück, jetzt konnten zum Glück das Feedback auch teilweise schon einbauen und in den neuen Episoden auf Sachen eingehen und sozusagen an manchen Punkten auch Sachen verändern, die sich, die für die Jugendlichen eher holprig waren, wo sie nicht genau wussten, was sie tun sollten, weil wir das, weil das Spiel an manchen Stellen getimt ist. Also wenn Jugendliche was nicht machen, dann kommt jemand und gibt ihnen einen Tipp, was sie tun sollen, falls sie irgendwie nicht genau wissen, wie sie weitermachen können. Und die sind teilweise zum Beispiel viel zu lange gewesen, weil das natürlich auch alles so Sachen sind, die wir erstmal genau einfach ausprobiert haben und da irgendwie eingehen müssen. Aber prinzipiell kommt es sehr, sehr gut an. Also die Jugendlichen finden es sehr spannend im Unterricht. Vielleicht auch teilweise, also ein gutes Feedback ist immer, dass sie es sehr cool finden, im Unterricht ihr Handy benutzen zu dürfen. Das ist, war jetzt nicht Hauptintention unserer Entwicklung, aber erstmal würde ich sagen, es ist trotzdem gut, weil es erstmal bedeutet, dass sie was Positives mit der Beschäftigung auch verbinden und sei es, dass sie ihr Handy im Unterricht benutzen dürfen. Ja, das ist interessant und wir haben tatsächlich in unserem Entwicklungsprozess für Departure Neuaubing auch mit Medienpädagogen zusammengearbeitet, um genau auch diese Fragestellung nochmal zu schärfen, also für wen konzipiert man die Anwendung und ja, wie du auch schon genannt hast, Celine, in dem Fall ist es sehr breit oder die einzelnen Projekte auch für spezifische Zielgruppen. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir mit Mediale Pfade gemeinsam an der Konzeption gearbeitet haben. Und das war auch insofern ein eher ungewöhnlicher Prozess, beziehungsweise auch ein Prozess der Annäherung von verschiedenen Seiten, weil natürlich Künstler und Künstlerinnen einzuladen, sich mit einem Ort und seinen Geschichten auseinanderzusetzen, dann aber auch gemeinsam mit den Historikerinnen zu überlegen, wie man das Wissen zugänglich macht und dann auch noch die Bildungsziele im Blick zu haben, die dann in eine ansprechende digitale Form übersetzt werden, waren ja auch eine der großen Herausforderungen bei dem Projekt, würde ich sagen. Ich würde gerne noch über ein anderes Anliegen von Departure Neuaubing sprechen, nämlich wir haben jetzt über den Stadtraum München gesprochen und auch die Einladung an die Stadtbevölkerung, sich an der Erweiterung eines Archivs und dem Beobachten von, ja, wie sich der Stadtraum transformiert, wie Geschichte Platz findet, zu beteiligen. Zum anderen ist aber auch die europäische Dimension der Geschichte der Zwangsarbeit ganz zentral für das Projekt. Also der größere Kontext ist die Entwicklung eines Erinnerungsorts in München-Neuaubing. Aber die Geschichten, die damit zu tun haben, führen, wie auch Miriam Zadoff in ihrer Einführung nochmal sagte, in die Ukraine, in die Niederlande, nach Italien und andere europäische Länder. Die Arolsen Archives beherbergen ja das größte Archiv zur Geschichte des Holocaust. Und gleichzeitig sehen wir internationale Veränderungen. Miriam Zadoff hat es auch schon angesprochen. Kurz vor Jahresende letzten Jahres wurde Memorial, die größte Menschenrechtsorganisation in Russland, gerichtlich aufgelöst. Eines der Ziele von Memorial war auch, die Archive eben zugänglich zu machen und Vermittlungsprojekte anzustoßen. Die Arolsen Archives arbeiten ja schon lange mit partizipativen und digitalen Projekten. Kann denn so ein digitales Erinnern auch eine Plattform für transnationale Verbindungen sein? Also was sind da eure Erfahrungen, insbesondere jetzt auch in der Zusammenarbeit zwischen Archiven als Wissensspeichern und auch Museen als Orten der Vermittlung in einem internationalen Kontext? Ja, ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial. Ich habe es ja schon erwähnt, unsere Sammlungen sind digitalisiert zu einem Großteil, aber in vielen Fällen hört es da auch auf. Also wir haben Dokumente gescannt und dann liegen die sozusagen als Images in einer digitalen Datenbank. Und damit sind sie zwar gescannt, aber jetzt noch nicht nutzbar oder auffindbar. Und um das eben zu ändern, erschließen wir die Dokumente auch systematisch. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe bei 30 Millionen Dokumenten. Man fängt dann natürlich erstmal allgemein an, das Archiv und die einzelnen Teilbestände zu beschreiben, ohne jetzt in archivische Spezifika zu sehr abzudriften. Aber um tatsächlich zum Beispiel
Dokumente zu einzelnen NS-Opfern auffindbar zu machen, müssen auch wirklich die Informationen zu dieser einzelnen Person von den jeweiligen Dokumenten übertragen werden in eine Datenbank, damit dieses Dokument, dieses Digitalisat dann auffindbar ist. Und um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, setzen wir auch durchaus verstärkt durch die Pandemie, aber es hat sich letztlich als einen sehr erfolgreichen, also es hat sich als ein sehr erfolgreicher Ansatz herausgestellt. Wir setzen zunehmend auf partizipative Ansätze, insbesondere auf Crowdsourcing. Und wir haben da mehrere Initiativen und Kampagnen am Laufen, die eigentlich alle das Ziel haben, unsere Sammlungen mithilfe der Öffentlichkeit, mithilfe von Freiwilligen besser zu erschließen und damit auch letztlich besser nutzbar zu machen. Und ich gebe vielleicht ein Beispiel. Unsere Initiative Every Name Counts, die jetzt bereits seit längerer Zeit sehr erfolgreich, wie wir finden, am Laufen ist. Das ist ein Crowdsourcing-Projekt, bei dem es darum geht, dass Freiwillige auf einer Crowdsourcing-Plattform, die heißt Zooniverse, kennen vielleicht einige, ist so eine große Crowdsourcing-Plattform, wo man sich als Institution zum Beispiel auch mit eigenen Projekten registrieren kann. Das haben wir gemacht mit Every Name Counts. Und was wir da machen, wir stellen Dokumente, die wir gescannt haben, auf Zooniverse ein. Und dann finden Freiwillige, die sich da beteiligen wollen an dem Projekt, eine Eingabemaske und haben dann die Möglichkeit, wichtige Informationen von den Dokumenten abzutippen und zu übertragen, damit diese Informationen digital mit dem gescannten Bild, mit dem Digitalisat verknüpft werden. Und das hat zur Folge, dass ich dieses Dokument dann später leichter finde, zum Beispiel in unserem Online-Archiv. Und das ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Wir haben ja auch schon das Stichwort gehört, es braucht manchmal gar nicht so viel. Und das gilt in dem Fall auch. Also das hört sich jetzt zwar vielleicht so, wie ich es beschrieben habe, ein bisschen abstrakt und vielleicht auch kompliziert an, ist aber tatsächlich eine sehr niederschwellige Aktivität. Ich muss mich nicht registrieren, ich brauche kein Vorwissen. Und wir stellen die nötige Anleitung parat, damit Freiwillige gleich starten können. Und es ging ja um das Thema, welchen transnationalen Charakter hat das Ganze vielleicht oder wo liegen da Potenziale? Und die sieht man auf vielerlei Ebenen. Also zum einen merken wir, dass die Freiwilligen, die bei uns mitmachen bei Every Name Counts und also unsere Dokumente für uns erschließen, dass die aus aller Welt kommen. Die kommen aus aller Welt, sprechen verschiedene Sprachen, was auch mit Blick auf die Heterogenität unserer Sammlungen auch von Vorteil sein kann, zum Beispiel wenn es jetzt um, was weiß ich, Ortsnamen in bestimmten Ländern geht, die vielleicht in irgendeiner krakeligen Schrift auf den Dokumenten stehen, da können Freiwillige aus den jeweiligen Ländern vielleicht leichter entziffern, was das bedeutet oder was da steht. Das heißt, wir haben eine sehr internationale Community, die aber auch im Austausch miteinander gemeinsam an dieser Mammutaufgabe arbeitet und damit geht das letztlich über den jeweiligen nationalen Background oder Kontext oft hinaus und man kann das wirklich als eine transnationale Aktivität oder ein transnationales Vorhaben bezeichnen. Eine andere Ebene, auf der sich das niederschlägt, ist die Zusammenarbeit mit anderen Partnerinnen und Partnern, mit anderen Archiven insbesondere auch. Also gerade kleinere Archive, die auch oft nicht über die nötigen Mittel, Ressourcen, Infrastrukturen, wie auch immer verfügen, um ihre Sammlungen zu digitalisieren und zu erschließen, haben die Möglichkeit, bei diesem Projekt mit uns zu kooperieren. Was also bedeutet, dass wir zum Beispiel auch Bestände in unserer Digitalisierung scannen können, dann bei Every Name Counts reinladen in die Plattform und durch die User Community indizieren lassen und dann findet sozusagen ein Austausch statt von gescanntem Archivmaterial, von Metadaten, die generiert werden beim Crowdsourcing und davon profitieren sozusagen alle Akteure eigentlich, denn das hat was mit Bestandserhalt und der Sicherung eben von auch kleineren Archivbeständen zu tun, die vielleicht ansonsten gefährdet werden, wenn sie einfach nur in Papierform noch über Jahrzehnte bestehen oder eben auch nicht länger bestehen. Und für uns mit unserem Sammlungsprofil
ist das auch eine Chance, weil wir unsere Sammlung kontinuierlich erweitern können, auch um andere Bestände, weshalb wir unser Archiv auch sehr gerne als ein lebendiges Archiv bezeichnen, weil das eben kein rein statisches Repositorium ist, was irgendwo in Nordhessen auf einem Regal verstaubt, sondern das ist ein Archiv, das wächst und eben auch durch die Partizipation einer Community wächst, was sehr schön ist und auch sehr großen Anklang findet, wie wir feststellen. Und von daher, was sozusagen begann als ein Projekt mit dem, ich sage mal in Anführungszeichen, Hintergedanken, wie können wir unsere Indizierung, also unsere Erschließung der Dokumente vorantreiben, weil es eben so eine Mammutaufgabe ist und man begrenzte Ressourcen hat. Und nicht nur das konnten wir sozusagen gut lösen oder in Angriff nehmen mit diesem Vorhaben, sondern wir haben auch gemerkt, welche vielen Nebeneffekte das eben auch hat und welche Vorteile das bietet für Community Management, aber auch eben diesen internationalen Austausch, diese Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Archiven und so weiter. Also es hat auf vielen Ebenen sozusagen Nebeneffekte gegeben oder Synergieeffekte eben auch, die wir, glaube ich, gar nicht von Anfang an antizipiert hatten. Ja, von dem Zeugnis, und wir haben schon über Zeuginnenschaft gesprochen, würde ich gerne nochmal die Frage aufwerfen, vor dem Hintergrund dieser veränderten Vermittlungsprozesse und digitalisierter Erinnerung, inwiefern braucht es denn dann vielleicht auch neue Experten und Expertinnen und auch Mediatorinnen in diesen Prozessen? Weil die Medien natürlich sind eine Sache und die Räume, wo wir sie verwenden, aber natürlich braucht es oft auch eine Begleitung. Hast du da in deiner Forschung diese Prozesse beobachtet? Also ich glaube, die meisten Projekte, also ich setze mich ja im Augenblick vor allem mit Spielen auseinander und eben unter anderem eben auch, danke, Through the Darkest of Times oder auch dieses Attentat 1942. Und ich glaube, die Formate, die gerade entstehen und über die wir sprechen, also die irgendwie Anklang finden, das sind oft Ergebnisse von Synergieeffekten, eben wo wir diese Prozesse nachvollziehen können, dass Leute über den Tellerrand gesehen haben, beziehungsweise vorher gedachte Grenzen einfach überwunden wurden. Und das war so schön vorhin in der Diskussion, als der Moderator meinte, also für uns Historiker war es irgendwie sehr weit weg von der Quelle, dann diese Umsetzung in dieser Interactive Novel, die ja jetzt auch mit Departure Neuaubing entsteht. Und für die Game Designer war es auf einmal ganz nah ans Quellenmaterial kommen. Und ich fand, das war ganz bezeichnend, weil ich glaube, beide Perspektiven haben ihre Berechtigung und beide Perspektiven sind ja wahr. Und auf einmal treffen diese beiden Perspektiven aufeinander, aber eben nicht als mental gedachte Grenze, nämlich, oh, man kann kein Spiel zur Erinnerungskultur machen, das ist zu anstrengend von Seiten der Erinnerungskultur, ein Spiel ist viel zu heikel, sondern auf einmal sprechen diese beiden Perspektiven miteinander und treten also in Kontakt. Von daher glaube ich, genau alles, was im Augenblick entstanden ist oder was gerade im Entstehen ist, das sind natürlich Pionierarbeiten, in dem Sinne, dass es sind Ideen. Und ich glaube, es ist jetzt auch zu früh, und es ist eigentlich immer zu früh, dann zu erwarten, jetzt kommt die eierlegende Wollmilchsau ums Eck und so werden wir jetzt in Zukunft erinnern. Und das ist das perfekte Format, weil ich glaube, es sind so viele diffizile Ebenen und Nuancen, die an jedem einzelnen Ort neu definiert und immer wieder neu verhandelt werden müssen, dass es nicht das Schema quo gibt. Ich glaube, das Einzige, was allgemeingültig gesagt werden kann, ist tatsächlich die Differenzierung im Einzelfall. Und ich glaube, eine Offenheit, in andere Richtungen zu denken, als man sie womöglich davor in Betracht gezogen hat. Ja, da kann ich auch noch mal aus unserer Erfahrung mit Departure Neuaubing anschließen, dass in dem Nachdenken darüber, wie Geschichten erzählt werden können, wie sie über Bilder, über Eindrücke vermittelt werden können, hat sich dann natürlich auch nochmal die Frage gestellt, wie man über das Medium selbst auch nachdenken kann. Also auch
das Medium selber auch als Lerngegenstand zu begreifen, wie uns auch die Zusammenarbeit mit Mediale Pfade nochmal deutlicher gemacht hat in diesem Kontext. Also auch das als Chance zu verstehen, nicht nur über die Geschichte zu sprechen, sondern auch über die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, also die Gemachtheit von Geschichtsschreibung und das auch mehr in den Blick zu nehmen und zu sensibilisieren, in welchen Formaten sich Geschichtsbilder heute auch etablieren. Und es auch zum Thema zu machen. Entschuldige, wenn ich da gleich ein... Also nicht nur zu versuchen, jetzt in einem neuen Medium wieder etwas auszudrücken, rematerialisiert, was wir schon versucht haben, sondern ich glaube, dass diese Verhandlungen selber zum Thema zu machen und ich glaube auch mit unseren Fragen und Unsicherheiten direkt an die Userinnen heranzugehen, das wäre in meinen Augen der richtige Weg. Also genau nicht versuchen zu sagen, wir geben jetzt hier wieder ein Angebot, so soll es vonstatten gehen, sondern die Frage, das ist unsere Intention, gelingt uns das überhaupt? Oder die Frage, die wir uns dabei stellen, ist, dürfen wir das so überhaupt machen? Was denkst du? Und ich glaube, diese Aktivierung, die würde ich direkt mit aufnehmen. Also diese Metareflexion zum Thema selbst machen. Ich glaube, das hätte eine richtig große Chance. Ja, an der Stelle würde ich gerne auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Falls es die an dieser Stelle gibt. Ganz herzlichen Dank. Mich würde die Frage interessieren, wir leben ja in einer Migrationsgesellschaft, die durch Diversität, durch Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit geprägt ist. Und was eine Frage, die mich umtreibt, bezogen auf Erinnerung digital denken, Erinnerung im Kontext von Spielen denken, von Games denken ist, können Spiele, Games dazu beitragen, Sprachgrenzen, Sprachbarrieren zu überwinden? Würden Sie das als ein wichtiges Medium sehen, was genau sozusagen diese Übersetzungsleistung auch gewährleisten kann? Und bezogen auf die Arelson, auf die Archive, finde ich nochmal ganz spannend. Sie haben ja gesagt, die werden erschlossen durch eine transnationale Community, die eben auch mehrsprachig ist. Und Sie brauchen eigentlich diese unterschiedlichen Sprachen. Gibt es da Überlegungen? Das ist vermutlich nicht die Aufgabe eines Archivs, aber dann bezogen auf auch pädagogische, auf Bildungsprozesse, diese mehrsprachigen Dokumente sehr gezielt auch für Bildungsprozesse zu nutzen, für historisch-politische Bildungsprozesse zu nutzen, gerade in einer mehrsprachigen, vielsprachigen Gesellschaft, in der wir eben leben. Und das ist ja auch Teil von geschichtskulturellem Wandel, das zu reflektieren. Und da würde ich Ihnen sehr zustimmen. Genau diesen geschichtskulturellen Wandel zum Thema und zur Reflexion zu machen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher nächster Schritt, den wir gemeinsam gehen sollten. Dankeschön. Soll ich vielleicht mit der Frage zu den Games starten? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Sogar noch mehr. Eugen Pfister hat es auch schon angesprochen. Das große Potenzial bei Games ist, jedes Spiel muss man irgendwie neu lernen. Also man hat immer eh schon die Motivation, ich muss hier etwas erlernen. Und ich glaube, zum Beispiel, man könnte alleine diesen Vorgang des Missverstehens, also mit verschiedenen Charakteren, die entweder gespielt werden können oder auch denen man begegnet, dass erstmal die Verständigung zu erzeugen, Teil des Spielflusses sein könnte und in dem Moment erstmal nachvollziehbar wird, genau, es erzählen, kommunizieren funktioniert nicht. Im Regelfall ist sie dysfunktional und im Regelfall gibt es eher Missverständnisse als Verständigung. Allein sowas könnte man zum Thema machen und gleichzeitig eben auch diesen Perspektivenwechsel anbieten. Also nicht nur, dass man lernt möglicherweise mehrsprachig oder auch das Erinnern vielsprachig ist, sondern eben auch, dass hinter diesen verschiedenen Sprachen verschiedene Perspektiven stecken, ganz verschiedene Erinnerungsnarrative. Und wir werden natürlich im deutschen Kontext vor allem mit unseren Narrativen groß, mit unserer Perspektive, die wir als möglicherweise normativ empfinden. Und genauso ist es in den anderen Perspektiven auch. Und diese Relativierung, diesen Begegnungsraum zu schaffen, ich glaube, das wäre genau in meinem potenziellen Szenario, das ich jetzt gerade beschrieben habe, durchaus möglich. Okay, die Frage zu den Archivdokumenten und wie man die nutzbar machen kann, auch in der
diversen Gesellschaft eben. Ja, das versuchen wir. Wir haben auch verschiedene Bildungsformate und Aktivitäten am Laufen. Und ein Beispiel, das vielleicht gut zu der Frage passt, ist, wir entwerfen auch eben Unterrichtsmaterial, das mit unseren Archivdokumenten arbeitet, um die Geschichte der NS-Verfolgung zu vermitteln. Wir folgen dann einem speziellen archivpädagogischen Ansatz bei uns im Haus. Und was wir da auch vermehrt machen, ist, dass wir uns für die Erstellung dieser Unterrichtsmaterialien externe Partnerinnen und Partner suchen. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr Unterrichtsmaterial mit dem Holocaust Center Moskau erstellt zum Thema Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der ehemaligen Sowjetunion. Und durch die Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen wie dem Holocaust Center stellen wir sozusagen sicher, dass wir nicht jetzt nach irgendeinem Schema F einen Unterrichtsentwurf auf unsere Website stellen und hoffen, dass der in ganz vielen verschiedenen Kontexten und für ganz viele verschiedene Zielgruppen irgendwie funktioniert, sondern durch die Zusammenarbeit mit solchen Partnereinrichtungen wird hoffentlich gewährleistet, dass die jeweilige Geschichtskultur, auch nationale Geschichtskultur vielleicht, irgendwie berücksichtigt wird in der Erarbeitung dieser Materialien und dass solches Material eben auch gut genutzt werden kann von den Zielgruppen, die letztlich damit arbeiten. Wir haben auch zum Beispiel Unterrichtsmaterial dieses Jahr erarbeitet mit dem Titel Fußballer im Fokus, wo es speziell um verfolgte Fußballer im Nationalsozialismus geht, haben wir zusammen erarbeitet mit Fangruppen des BVB, weil auch die sozusagen als Partner eine ganz wertvolle und ja, in unserer Kompetenz nicht liegende Perspektive mit reingebracht haben, weil die umfassende Erfahrung eben haben in der Zusammenarbeit mit Fans und eben auch wissen, wie historisch-politische Bildungsarbeit mit Fans gut funktioniert. Also auch da sind Dokumente aus unserem Archiv eben mit drin, natürlich auch eine historische Kontextualisierung durch uns, aber eben auch die Anforderungen einer sehr speziellen Zielgruppe. Und genau das ist sozusagen ein Ansatz, um aus einer sehr, sehr großen und sehr, sehr heterogenen Sammlung heraus auch adäquate Angebote zu entwickeln, mit denen ganz konkrete Zielgruppen was anfangen können. Ich kann die Frage vielleicht auch nochmal an Celine Wentelgas weitergeben. Genau, noch. Ich höre die Fragen leider nur so halb tatsächlich, ja, aber ich glaube, ich habe aus den Antworten ein bisschen was rausgehört und habe auf jeden Fall, glaube ich, also einen Punkt, den ich auf jeden Fall mitgeben würde, ich glaube, es braucht viele Formate, weil sozusagen Personen unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Lernwesen sind, also unterschiedliche Dinge brauchen, um damit auseinanderzugehen. Ich bin seit 14 Jahren in der Bildungsstätte Anne Frank und seit 14 Jahren, und es wird es wahrscheinlich auch in 14 Jahren, noch Jugendliche geben, die das Tagebuch der Anne Frank lesen und das ist ihre Quelle und das ist ihr Bezug, mit dem sie was anfangen können, wo sie ihren Bezug herbekommen, womit sie umgehen wollen. Und es gibt Jugendliche, für die ist das Tagebuch der Anne Frank nichts und die brauchen ein Spiel oder die brauchen einen Film oder die brauchen ein Gespräch oder so. Es gibt einfach unterschiedliche Formen und es braucht unterschiedliche Formate, weil wir nicht ein Format entwickeln werden können, das für alle das ist, also wo wir quasi dann auch das rüberbringen können, was wir wollen oder so das Gefühl haben, damit erreichen wir jetzt alle. Das ist, würde ich sagen, vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Es ist irgendwie ganz wichtig, da eine breite Vielfalt zu haben. Da werden genau Bücher dazugehören, da werden Dokumente und Archive dazugehören, da werden auch Filme, Dokumentationen und eben auch Spiele dazugehören. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so sich damit, also dessen klar zu sein, dass es nicht ein Wettlauf ist, das richtige Format zu finden, sondern die Formate breit aufzustellen, um die verschiedenen Zugänge, die Personen brauchen oder haben, zu ermöglichen und das also herstellen zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Tatsächlich auch selbstkritisch stellen, weil ich ja selber in der Jugendbildung tätig bin. Wenn wir von den Zielgruppen reden, gerade mit Blick auf extremistische Einstellungen und Revisionismus, da sind die Jugendlichen ja das geringere Problem. Wie erreichen wir denn diejenigen, die in den Rabbit Holes verschwinden?
Welche Formate müssen wir da entwickeln? Leute, die wir nicht im Schulbetrieb erreichen können oder in außerschulischer Bildung. Also danke für die Frage, das ist keine leichte Frage. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall immer bewusst sein, was zum Beispiel im Internet oder allgemein in digitalen Medien gerade die Nutzungsrealität ist, wo sind Menschen unterwegs, wo kann ich Menschen erreichen, auch jenseits des Klassenzimmers und vielleicht auch jenseits der eigenen Filterblase, in der man sich bewegt. Und ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel. Wir bei den Aarhusen Archives haben vor kurzem einen Chatbot veröffentlicht, der mit dem Messenger-Dienst Telegram funktioniert. Und jetzt ist Telegram ja nicht erst seit gestern ganz schön umstritten auch als Medium. Und wir hatten damals eben überlegt, mit welchem Messenger-Dienst machen wir das. Wir wollten es erst mit WhatsApp machen, das hat auch nicht funktioniert und sind dann letztlich bei Telegram gelandet und mussten natürlich auch sehr kritisch reflektieren, ist das eine Plattform, auf der wir solche Angebote verfügbar machen wollen, und haben dann aber letztlich uns überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, selbst wenn bestimmte Kanäle und Plattformen problematisch sind, Stichwort Telegram und auch rechtsextreme Inhalte, Hetze und was da sonst alles so läuft, macht es vielleicht auch gar keinen Sinn, sowas pauschal zu boykottieren, weil es letztlich einer gewissen Nutzungsrealität vorbeigeht. Die Diskussion ließe sich ja auch um Facebook oder Instagram oder andere Plattformen drehen, und die meisten verwandten Einrichtungen sind auch auf solchen Plattformen irgendwie präsent. Weil es sozusagen auch keinen Sinn macht, solche Plattformen jetzt zum Beispiel irgendwelchen Rechtsextremen oder Revisionisten zu überlassen, sondern umgekehrt, und ich glaube, damit knüpfe ich jetzt an Ihre Frage an, ich glaube, man kann eben solche Plattformen auch mit eigenen guten Angeboten bespielen, in der Hoffnung, dass man damit nicht nur ein Zeichen setzt und sozusagen solche Plattformen jetzt rechtsextrem überlässt oder so im Fall von Telegram, sondern dass man wirklich mit seriösem Content, mit guten Angeboten, die die Menschen vielleicht auch ansprechen, bewusst da reingeht, damit man eben auch andere Personen erreicht, als diejenigen, die man jetzt über seine klassischen, bewährten, safen Kanäle nur erreichen würde. Ich muss aber als Fußnote dazu gleich sagen, wir haben das Projekt temporär gerade abgeschaltet, weil die Situation rund um Telegram, damit widerspreche ich jetzt so ein bisschen der Argumentation, die ich gerade geliefert habe, aber weil die Situation und auch die Diskussion rund um Telegram gerade so eskaliert ist oder so ein Höhe- oder Tiefpunkt erreicht hat, je nachdem, wie man das betrachtet, dass wir gesagt haben, das geht uns zu weit, und wir haben es jetzt vorübergehend abgeschaltet und überlegen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen, ob es nicht vielleicht doch umzieht in ein anderes Medium oder ob wir es wieder reaktivieren, falls zum Beispiel die Betreiber von Telegram mal reagieren auf die Kritik, die sie zu Recht ja auch erhalten. Das heißt, das ist die kleine Fußnote dazu, aber das ändert nichts an meiner grundsätzlichen Auffassung, dass es jetzt nichts bringt, solche problematischen Plattformen pauschal zu boykottieren, sondern dass gerade diese Plattformen auch eine Chance bieten, Zielgruppen zu erreichen, an die man sonst vielleicht nicht mehr rankommen würde. Ich würde da auch nochmal ergänzend Celines Plädoyer auf jeden Fall unterschreiben und vielleicht auch dahingehend dann nochmal umdeuten, dass ich glaube, die Diversität der Formate eine ganz entscheidende Rolle spielen. Genau, weil eben in diesem Digitalen, ich glaube, das ist auch gewissermaßen die Ambivalenz, mit der man sich auch immer konfrontiert sieht, auch mit der Frage, digitalisierte Erinnerungskultur, wohin geht das, wohin darf das gehen, dass man sich einfach in dieser algorithmisierten Welt mitunter bewegt, die ganz stark ja darauf ausgerichtet ist, Stichwort eben mit den Filter-Bubbles, nicht mehr sich divers zu informieren, sondern sich eigentlich in seiner bereits vorgefertigten Meinung wiederum bestätigt zu sehen. Und ich glaube, dann diesem Reiz zu erliegen, zu sagen, wir verlagern es jetzt ganz ins Digitale und darauf ist jetzt unser Fokus, wäre dann
möglicherweise zu sagen, wir schaffen ein zweites Rabbit Hole und wir rennen dann da rein und die anderen rennen da rein, sondern genau was, glaube ich, in dem Moment dann ganz wichtig ist, eben ein diverses Format entgegenzustellen, das also auch immer noch in der realen Welt am physischen Ort möglicherweise verankert ist, das Hybrid ist, über das man also stolpern kann, in welchen Telegram-Kanälen man sich in dem Moment dann rumtreibt, aber wenn man in dem Moment in München irgendwo unterwegs ist, in der gemeinsamen Fußgängerzone, ich weiß nicht, möglicherweise ist auch das illusorisch, aber das würde ich als Plädoyer einfach dem noch anfügen. Celine, möchtest du noch was hinzufügen? Oder soll ich die Frage nochmal wiederholen? Das ist manchmal schwierig, dann sage ich jetzt mal was oder nicht. Also ich glaube, ich habe so zwei Dinge. Zum einen aus der Jugendbildungsarbeit, die, was sozusagen mein persönlicher Schwerpunkt ist, ist es so, dass ich bisher selten oder es nicht so oft so ist, dass wir tatsächlich mit ideologisierten Personen zu tun haben, sondern das sind Jugendliche, die haben Versatzstücke, da ist kein ideologisch gefestigtes Weltbild dahinter, sondern die greifen Versatzstücke auf. Das heißt, da sind Gegennarrative und andere Informationen mit reinzugeben, ist total viel wert. Also es ist einfach ganz wichtig, dass andere Informationen kommen. Was sie dann damit machen, können wir nicht immer beeinflussen, aber ich glaube, im Bereich der Jugendbildung ist das total wichtig. Und was die Bildungsstätte aber auch macht, meine Kollegin sehr stark, ist, dass wir tatsächlich neue Projekte haben, die zum Beispiel heißen Was Unternehmen oder Stark im Amt, wo wir ganz explizit in die Arbeitswelt gehen. Also das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, mit Ämtern zusammen, bilden dort die MitarbeiterInnen fort zu Themen wie Diskriminierung, Alltagsrassismus, eben auch Corona-Leugnung und Ähnlichem, also sozusagen Verschwörungsmythen, sozusagen auch diese Bereiche sich dann irgendwie doch mal zu erschließen und dort irgendwie auch hinzugehen und hinzugucken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, was wir aber nicht tun als Bildungseinrichtung, ist, dass wir explizit mit radikalisierten Personen sprechen, die ideologisch geprägt, also ideologisch tatsächlich gefestigt sind, weil es da, glaube ich, tatsächlich wenig oder es keinen Weg gibt, wo man sagt, das bringt jetzt total viel. Wenn du der Person jetzt diese eine Information gibst, dann wird sie ihre Meinung, ihre Einstellung ändern. Das ist bei ideologisierten Personen einfach kaum möglich. Und ich glaube, das muss man sozusagen bis zu einem gewissen Punkt akzeptieren, also nicht als Grundhaltung, aber dort ist sozusagen vielleicht der Bildungsbereich auch einfach nicht, der greift dort nicht mehr, sondern wichtig bleibt es nichtsdestotrotz Gegenrede zu machen, weil ich glaube, der Anteil wirklich ideologisierter Menschen ist nicht so hoch und deshalb bleibt es so wichtig, Gegenrede, Gegennarrative eben auch wirklich immer präsent zu haben und die auch in Diskussionen einzubringen, weil es ganz wichtig ist, dass das, dass die gehört werden und die anderen Narrative nicht einfach stehen bleiben, unkommentiert. Darf ich noch vielleicht noch ergänzen? Also ich fand das gerade sehr gut und ich würde zustimmen, so die ideologisierten umzustimmen, das ist immer sehr schwierig. Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist sicher schwierig und zumindest nicht das, worauf man jetzt einen Großteil seiner Zeit und Energie aufwenden sollte. Was wir aber auch oft feststellen, und das klingt jetzt so banal, ist aber in der Folge total wichtig, es hängt auch oft davon ab, wie niederschwellig die Angebote sind. Denn was wir zum Beispiel ganz oft bei diesem Every Name Counts Projekt feststellen, ist, dass wir damit auch zum Beispiel junge Menschen, Schülerinnen und Schüler auch erreichen, die da also mitmachen und im Nachhinein sagen, wow, das war total faszinierend, und weil ich bin auch einem Einzelschicksal begegnet. Ich habe jetzt nicht irgendwo eine Opferstatistik der NS-Verfolgung mir durchgelesen und mir gedacht, huiuiui, das sind ganz schön große Zahlen, aber ich kann damit jetzt sozusagen auf einer emotionalen Ebene nicht so viel anfangen, sondern sie sind zum Beispiel mit einem Schicksal konfrontiert gewesen durch diese Crowdsourcing-Aktivität und das hat sozusagen ein Interesse erst geweckt, was dann dazu geführt hat, dass sie mehr erfahren wollten und mehr lernen wollten über diese Zeit und über dieses Thema. Und ich glaube sozusagen, dass sozusagen zwischen den Filterblasen und den Ideologisierten, die man nicht erreicht, da gibt es sozusagen eine ganz große graue Masse dazwischen von Leuten, die man vielleicht mit niederschwelligen, ansprechenden, zeitgemäßen Angeboten eben besser erreicht als mit
irgendwelchen Formaten, die vielleicht inzwischen auch einfach ein bisschen überholt sind oder eben nicht mehr so interessant wirken. Und um jetzt nochmal das zu zitieren von vorhin, es braucht oft nicht so viel, damit es einen Impuls sozusagen darstellt, ne? Und damit sozusagen diese Initialzündung da ist. Sobald man dann zum Beispiel junge Menschen begeistert hat für das Thema, also was heißt begeistert, ein Interesse geweckt hat, ja, für das Thema, ist auch plötzlich eine ganz andere Bereitschaft da, sich in das Thema einzuarbeiten, sich damit zu befassen und dann auch wieder auf andere Formate und Medien zum Beispiel zurückzugreifen. Also vielleicht, ne, auch zum Beispiel gar nicht immer die Messlatte jetzt für diesen Einstieg oder diesen Impuls ultra hoch zu hängen. Wir sagen auch immer bei Every Name Counts, dass man viele Tage und Wochen verbringen kann mit dem Indizieren. Es reichen aber auch 5 Minuten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message. Ja, da würde ich auch noch hinzufügen, dass natürlich der Einstieg das eine ist, aber dass das oft nicht dabei bleibt oder dass dann auch andere Formate natürlich folgen. Und auch noch als Zusatz zu der Frage, wie denn auch digitaler Raum oder der virtuelle Raum und der analoge Raum dann wieder zusammenkommen, das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage. Und bei unserem Projekt war es ja so, oder ist der Ausgangspunkt erstmal der konkrete Ort. Und der virtuelle Raum ermöglicht uns ja jetzt auch diese Gespräche, die Themen sichtbar zu machen, diese Gespräche auch zu führen und das Wissen darüber gemeinsam zu erörtern, die dann aber auch wieder rückführen in den ganz konkreten Ort, nämlich in Neuaubing. Und wo auch die nächsten Jahre eben noch diese Prozesse verstärkt stattfinden werden. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Möglichkeit, mit Departure Neuaubing ganz unabhängig von diesen Orten zu arbeiten und auch unabhängig von der Institution erstmal zu arbeiten. Also man muss nicht erst ins Doku-Zentrum kommen, sondern man kann auch zu Hause oder im Klassenraum oder an ganz anderen Orten sich diesem Projekt widmen. Ich schaue noch mal ins Publikum, ob es noch eine letzte Frage gibt. Sonst würde ich den Abend an dieser Stelle beschließen. Wir haben ja auch einen Nachmittag von vielen Gesprächen schon hinter uns. Und es ist zwar auch schon ein paar Mal der Dank gefallen, aber ich würde mich trotzdem gerne nochmal anschließen und mich ganz herzlich bei allen Referentinnen natürlich des heutigen Abends bedanken, vor allen Dingen aber auch bei allen Mitwirkenden des Digitalprojekts, also angefangen Fabian Bächle, Leon Kahane, Adas Tapuchi, Sima Degani, Franz Wanner, Alex Rühle und Alessandra Schellnecker, das Team von Paint Bucket Studio, Robert Preuße, Stefanie Rau von Operative Space, Robert Behrendt und Daniel Seitz von Mediale Pfade. Auch bei Janina Sieber für die Architektur, die jetzt auch ein Jahr hier vor Ort bleiben wird. Und der Klasse vom Mittelsbacher Gymnasium, die uns heute als Young Guides unterstützt haben. Und natürlich möchte ich mich auch bei unserem Projektteam nochmal ganz herzlich bedanken. Also bei Paul-Moritz Rabe, Christina Tollock, Jana Kreuzer. Auch bei der Unterstützung durch Angela Herrmann, Andreas Eichmüller, Ilona Holzmeier und Kirsten Frieden für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Jonas Peter für das Programm heute Abend. Und es war wirklich nicht leicht, nach sehr vielen Änderungen im Programm einen ganzen hybriden Nachmittag zu gestalten. Josef für die technische Unterstützung und natürlich auch Mirjam für dein Vertrauen und dass wir dieses neue Projekt gemeinsam starten. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. So. Ja. Ich sehe jetzt dich. Ich sehe dich. Ja, jetzt nur. Ja, perfekt. Ich bin noch da.